US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wiederholt, dass sein Land aus der Welthandelsorganisation WTO austreten könnte. In einem Interview mit der US-Agentur Bloomberg sagte er, wenn die sich nicht dran halten, ziehe ich mich aus der WTO zurück. Das WTO-Abkommen sei das schlimmste Handelsabkommen aller Zeiten. Pascal Lamy, ehemaliger Generalsekretär der Welthandelsorganisation, sagte Euronews, dass Trumps WTO-Aussagen in zwei Richtungen interpretiert werden könnten. Sie könnten bedeuten, dass der US-Präsident die Organisation reformieren will oder aber er will sie loswerden. Pascal Lamy. Wir müssen uns alle auf ein WTO-US-System vorbereiten. Dazu braucht man ein wenig Fantasie. Aber machbar ist das wahrscheinlich. Dann würden die USA nicht von den Vorteilen der WTO-Mitgliedschaft profitieren. Ihre Exporte würden den Handelsmaßnahmen unterliegen, die andere ihnen auferlegen, geistiges Eigentum eingeschlossen. Das ist nicht das Szenario, auf das die anderen scharf sind, aber sie müssen damit rechnen. The scenario others are looking for, but they have die WTO, entstanden 1994 mit Sitz in Genf, soll Handelshemmnisse abbauen und den internationalen Handel liberalisieren. Ziel ist der internationale Freihandel.